Hallo, meine lieben YouTuber. Heute habe ich wieder mal ein Outfit of the Day für euch. Das war ziemlich oft angefragt und da habe ich mir gedacht, ja komm, ich mache mal wieder eins und ich zeige es euch jetzt erstmal. Also so schaut es jetzt erstmal im Großen und Ganzen aus. Und zwar trage ich diese Bluse, die ich mir bei C&A gekauft hatte im Super Sparsale. Und ja, das ist diese semi-transparente Bluse mit diesem süßen Muster. Vorne an den Ärmeln ist sie so ein bisschen enger. Hat hier oben so ein kleines Püffchen, was ich aber ganz niedlich finde. Das gefällt mir total. Einen relativ hohen Kragen. Finde ich aber gar nicht schlimm, gefällt mir auch gut. Und ich habe sie jetzt extra so richtig schön fluffig locker gelassen und habe unten drunter einfach nur so ein. Ja, ein schwarzes Tanktop vom H&M drunter angezogen, damit man halt nie alles durchsehen kann. Und dann trage ich eine ganz normale Jeans dazu, die gibt es ja auch überall. Und meine total tollen Stiefelchen aus dem Deichmann. Die hatte ich ja im Wintersale gekauft, also die könntet ihr, glaube ich, auch noch bekommen. Aber man könnte, glaube ich, auch flache Stiefel anziehen, das würde auch dazu passen. Und Schmuck trage ich, wie ihr schon sehen könnt, meine Eulenkette. Die habe ich gedacht, passt gut dazu in diesem Altgold und die hat ja auch schwarze Augen. Dann das Kettchen von meinem Schatz, den Ring von meinem Schatz und hier meine Uhr. Jetzt drehe ich euch mal rum. Dann trage ich meine kleinen Ohrringe, die habe ich mir wieder repariert, da war bei einem das Röschen ab. Die mag ich total gerne. Und in den Haaren trage ich mein Schleifchen aus dem Kolosseum. Und ansonsten habe ich keinen weiteren Schmuck. Ich kann euch nur sagen, auf den Nägeln trage ich Jam and Jelly von Essie. Und ansonsten habe ich mir die Haare heute so ein bisschen lockig gemacht. Ich hatte einfach mal Lust, wieder ein bisschen mit dem Lockenstab rumzuspielen, aber die sind jetzt schon wieder relativ ausgehangen. Und auf den Lippen trage ich von Isadora die 152, glaube ich. Ja. Und das war's. Jetzt drehe ich euch noch herum und zeige euch noch mal so ein bisschen das ganze Outfit. Also wie gesagt, die Bluse finde ich total cool, also mit diesem Muster. Das ist ja schade, dass ihr das nicht so richtig erkennen könnt. Warte mal, ich versuche es mal euch ein bisschen. Nee, ihr seht es nicht so richtig. Naja, egal. Jedenfalls finde ich das total cool mit dieser fluffigen Bluse. Sie hat hier unten auch noch so ein kleines Löchlein, dass man die so ein bisschen zusammenschnüren kann. Also ich könnte sie jetzt sogar auch noch straffer zusammenbinden, aber ich wollte es halt, dass es noch so ein bisschen fluffig drüber fällt. So. Das war's von meinem Outfit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und schreibt mir, wie ihr es findet und ich freue mich. Und wir sehen uns. Ciao!